Quick disclaimer about the next 50 minutes or so. They are in German because this is actually one of the lectures that I give at the Hochschule Düsseldorf, the University of Applied Sciences in Düsseldorf. They are about 3D mapping, how to create a 3D model and how to create stuff that you map on and how to find the point where you map from. All that compressed into 50 minutes of a lecture. I thought I'd just publish it. Because if my students hear it, you can hear it as well. But it's in German, so bear with me here. And secondly, sorry for the irregular posts of the last months, but, well, the pandemic hasn't really kept me from working, so there was a lot to do. So expect many more behind-the-scenes tutorial-like posts in the next weeks. And now, for the next 50 minutes, enjoy and download and use the software so you get used to doing things in mapping. Enjoy and I'll be seeing you next time. Und für diejenigen unter Ihnen, die sich gefragt haben, was das im Hintergrund gerade war, das hier ist Tigger. Und ich befinde mich immer noch in der Gästewohnung der Staatsoper Hannover. Und wir sind gerade in den Beleuchtungsproben und deshalb ist das hier jetzt gerade aufgezeichnet. Tut mir leid, dass ich nicht live bei Ihnen sein kann, aber der Dienstag hat sich als der Tag herausgestellt, an dem wir die Bühne für uns haben und dort das hier machen. Guten Morgen und herzlich willkommen. Diese Vorlesung fällt wieder aus. Es hat seinen Grund. Wir machen Othello an der Staatsoper in Hannover und das ist leider Gottes etwas aufwendiger, wie wir festgestellt haben. Einen kurzen Blick aufs Bühnenbild. Das ist ein Raum. Dieser Raum kann sich vertiefen. Das werden wir gleich noch ein bisschen sehen. Vielleicht ein kurzer Hinweis darauf, wie das Setup bei mir aussieht, wenn ich solche Sachen arbeite. Ich sitze im Saal. Hier vorne ist die Regie, also das ist die Beleuchtung. Mein Regisseur sitzt neuerdings ganz gerne hier hinten. Hier vorne sitzt der Bühnenbildner und zu dritt mit Lichtdesignerin, Bühnenbildner und vor allem Regisseur bauen wir in den Beleuchtungsproben die Szenen so, wie wir sie brauchen für das Stück. Dafür haben wir dann auf der ansonsten leeren Bühne Beleuchtungsstatisten, damit man weiß, wie ein Licht im Gesicht aussieht. Also ihr seht jetzt schon, das macht einen großen Unterschied, ob da ein Gesicht ist oder ob ich da einfach nur eine Fläche beleuchte. Und deshalb hat man da Beleuchtungsstatisten für. Und kurz zu dem Setup, das ich hier habe, damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, wie man arbeitet, wenn man in so einem Haus arbeitet. Hier hinten steht der Beamer drin, der ist gerade noch geschattert, aber schon an. In dem Staatstheater ist es zum Beispiel auch nicht so wichtig, ob man die 1000 Stunden der Lampenlaufzeit einfach kontinuierlich raushaut oder nicht. Hier laufen die Beamer teilweise 12, 15 Stunden am Tag. Kurz paar Details. Das gehört hier natürlich nicht hin, ganz falsch. Kaffee mit Deckel drauf und auf Tray, okay, aber ansonsten ist Kaffee auf der Bühne total verboten. Genauso natürlich Essen, das geht auch nicht, selbst im Zuschauerraum nicht. Immer schön Maske tragen. Und diese Tische hier, ganz wichtiger Hinweis für alle, die im Theater arbeiten wollen oder sowas. Schaut euch an, wie solche Lösungen gemacht werden. Das in dem Fall zum Beispiel ist jetzt gerade ein Tisch mit Haken vorne dran, der wird in die vordere Reihe eingehängt und dann liegt er hier hinten auf den Sitzen auf und dann habe ich hier eine relativ gerade Fläche. Die hat man sonst hier nicht, also du hast halt sonst keine geraden Flächen, wo man einen Laptop abstellen kann. Apropos Laptop abstellen. Für Videoarbeiten würde ich immer eine Maus benutzen, also immer irgendwie Platz für eine Maus schaffen. Wer gut mit dem Trackpad arbeiten kann, Respekt, super, finde ich klasse, aber meistens ist Maus schneller. Also das heißt, sucht euch den Platz raus. Wer mit dem Laptop auf dem Schoß arbeitet, hat keinen Platz für eine Maus, das ist schon mal ziemlich schwierig. Oder man legt die Partitur daneben. Nächster wichtiger Punkt ist, immer ein Notizbuch mitnehmen und Stifte und so weiter. Immer was zum Aufschreiben dabei haben. Ganz viele Sachen kann man nicht einfach so sich merken. Das geht nicht. Also nehmt euch Zeug zum Schreiben mit und habt das auch mit. Nichts ist peinlicher, als wenn der Videokünstler sagt, hätte man ein Stück Papier und dann muss man da vorne irgendwo. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. So. Nächster Punkt, Laptop. Ich habe einen Gaming-Laptop. Das ist sehr leicht und tragbar. Das passt in diese relativ kleine Tasche mit rein. 14 Zoll. Deshalb
Gaming-Laptop, weil eine fette Grafikkarte Zeit spart. Wenn ich hier sitze mit den Leuten, wir haben 5-6 Stunden Beleuchtungsprobe am Stück, und wenn wir hier sitzen, dann will ich nicht auf den Videokünstler warten müssen, weil der nicht weiß, was er tut und weil der keinen schnellen Rechner hat. Wenn ein Videokünstler anfängt, irgendwie Filmchen rauszusuchen oder sonst irgendwas und schlecht vorbereitet ist, dann hätte er nicht kommen sollen. Genauso externe Festplatten, kauft euch externe SSDs, es muss schnell gehen. Es geht nicht, dass man warten muss. Man wartet sowieso schon lange genug aufs Rendern, auf allen möglichen Scheiß. So, nächster Punkt, das ist in diesem Theater ein ganz klein bisschen anders als in anderen Theatern, aber eigentlich im Prinzip immer dasselbe. Ich habe hier einen HDMI-Stecker, den ich mir in meinen Rechner packen kann. Der geht auf diese mächtige Box hier über HDMI und dann per Glasfaser hier unten rein in dieses Loch. Von da unten drunter geht es in den Keller, in ein Steckfeld, von da aus auf den Server auch im Keller. Vom Server aus geht das Bild rüber zum Beamer und vom Beamer da raus. Also der Umweg von hier nach da ist mächtig. Wenn ihr in einem kleinen Haus arbeitet, empfehle ich dringend einfach langes HDMI-Kabel. Ich weiß, das werden wir bei den Referaten auch erfahren, HDMI hat eine offizielle Längenbegrenzung. Ganz aufs Kabel an. Man kann Glück haben, ein Kabel erwischen, was ganz, ganz gute Impedanzen hat und sauber läuft und gut verarbeitet ist. Und dann ist da 25 Meter gar kein Problem mit, manchmal auch 50 Meter. Ob jetzt DVI oder HDMI ist eigentlich im Prinzip mehr oder weniger fast egal. Die Standards sehen halt vor, das hören wir in den Referaten, dass die Maximallänge sind. Und ich denke, was total wichtig ist, bei all diesen Kabeln, bei dem HDMI-Kabel zum Beispiel, wenn ich ein langes HDMI-Kabel kaufe, es hängt nicht am Preis. Das beste, längste HDMI-Kabel, was das stabilste Signal hat, ist momentan bei mir ein 25 Euro, also 1 Euro pro Meter 25 Meter Kabel von Amazon, irgendein No-Name-Produkt. Das ist eine reine Ausprobiererei. Wir haben hier Lindy und wir haben hier Sommercable, richtig teure Kabel, die alle nach ein paar Metern Länge nicht mehr richtig funktionieren. Also ausprobieren. Hängt auch ganz stark an der Grafikkarte. Die Grafikkarte, die hier drin ist, hat relativ hohe Leistung. Deshalb ist auch wahrscheinlich, das ist auch ganz wichtig, wenn ihr ins Theater geht, vergesst nicht euer Netzteil. Und wie ich es gerade sage, habe ich mein Netzteil vergessen? Nein. Also vergesst nicht euren Netzteil. Auf Akku arbeiten ist schön, aber auf Akku arbeiten ist schlecht, wenn man mit dem Laptop arbeitet, weil das dann in der Leistung meistens runtergedrosselt wird. Das heißt, immer schön alles anschließen. Ganz wichtig im Theater, wenn ihr, ist jetzt gerade laut hier, wenn ihr einen normalen Stromstecker anschließt, kein Strom im Theater ist wirklich normal. Also die meisten Stromanschlüsse im Theater haben irgendwas. Geht am besten auf den Tonstrom oder sowas. Jetzt müssen wir mal kurz eine Taschenlampe holen, damit ihr seht, was ich hier mache. Geht am besten auf den Tonstrom. Der Tonstrom ist meistens, wie man so schön sagt, sauberer Strom. Das hat nichts mit der Herstellung des Stroms zu tun. Das ist jetzt nicht plötzlich Windkraft statt, sondern sauberer Strom heißt, das ist Strom, der nicht über ein Netz läuft, wo die Beleuchtung mit drauf hängt. Wenn die Beleuchtung mit drauf hängt, ist meistens irgendeine hohe Masse mit dabei. Und diese hohe Masse führt dann zum sogenannten Massebrummen oder zu anderen Problemen. Massebrummen, das erkennt man bei analogen Anschlüssen daran, dass da so ein dunkler Balken durchläuft. 50 gegen wie auch immer viele Hertz, da kommen wir glaube ich auch noch zu. Also, in normalen Theatern sind die Stromdosen für den Strom, den wir hier verwenden, blau. Also der sauberste Strom kommt aus den blauen Dosen, das ist meistens Arbeitsstrom. Das ist aber nicht überall so, fragt da vorher nach, aber in den meisten Häusern ist blau ganz normaler Arbeitsstrom. Während schwarze Dosen oft irgendwie über einen geschalteten laufen, das heißt, die sind manchmal irgendwie, ja, da hat man dann plötzlich irgendwie nur 50% drauf, weil da ein Scheinwerfer angeschlossen sein sollte. Kurz zum Erklären, was hier so alles läuft.
Ich habe hier unten Netzwerkanschlüsse. Die Stecker sehen ein bisschen anders aus. Die Stecker sind hier immer diese fetten, diese großen, fetten, gesicherten Stecker. Ne? Das hier hinten ist Strom und das Netzwerk ist hier. Das ist auch Netzwerk. Das ist Netzwerk, das ist Glasfaser. Und das sind immer diese großen Stecker, weil hier alles ein bisschen schwerer ist. Das heißt, dieser Bodentank, den wir hier drin haben, der ist verbunden mit allen möglichen Steckfeldern unten im Keller und verbindet also ein Netzwerk, das hier gerade nicht angeschlossen ist. Also wenn ich mich nachher wundere, dass nichts läuft, ist schon klar, woran es liegt. Und warum der so fett und groß ist, hat einen ganz einfachen Grund. Also, hier im Theater ist der Ausfall von Technik teurer als das Anschaffen von teurer Technik. Das heißt, wenn ich eine Show nicht fahren kann, weil zum Beispiel das Video nicht läuft oder das Licht nicht läuft, dann verliere ich hier auf diesen knapp über 1000 Plätzen einen Durchschnittspreis von, ich glaube, 30, 40 Euro pro Platz. Also ich verliere hier locker 30, 40.000 Euro pro Nacht, wenn ich eine Show nicht fahren kann, weil irgendwas nicht geklappt hat. Es lohnt sich also extrem, teures Equipment zu kaufen. Das zahlt sich innerhalb von 2, 3 Vorstellungen, die nicht ausgefallen sind, aus. So, jetzt ist unser Bühnenbildner angekommen, Etienne Plus. Mit dem werde ich jetzt gleich noch ein bisschen reden, dann werden wir ein paar Sachen rendern. Ich werde noch neue Files rendern und zu den Files, die ich rendere, erkläre ich euch jetzt im Verlauf so ein paar Sachen, weil wir hier nämlich nicht nur einfach Videos zeigen, sondern wir leuchten auch sehr viel, weil, Achtung, ich stehe mal kurz auf, sodass wir es sehen können, Bühnenebene. Und der Projektor steht nur 1,90 Meter ungefähr, also quasi mehr oder weniger bei mir fast auf Augenhöhe. Das heißt, ich kann in die Gesichter leuchten, ich kann in den Bühnenraum reinleuchten. Das ist das Spannende hier in Hannover und deshalb ist auch so viel Beleuchtungszeit gerade eingeplant. Deshalb jetzt hier und nicht live. Aber ich glaube, das geht einigermaßen. Das Einzige, was ihr nicht stellen könnt, sind Nachfragen, aber das machen wir dann, wie gesagt, wieder am Freitag. Wir uns dann einfach zusammenhocken und kurz mal über die Fragen sprechen, die ihr habt. Ja. Ich mache mal kurz weiter und wir sehen uns. So, natürlich haben wir klassische Footage. Das ist jetzt hier maskiert, so wie unser Bühnenbild maskiert ist. Das würde man natürlich ohne die Maske machen. Also, das heißt so, ne? Das wäre so, wie man es rausrechnet. Und die Maske macht man dann natürlich erst im Server drauf, damit man das notfalls hier nochmal einpassen kann. Und was wir hier aber auch machen, ist neben dieser reinen Footage, die wir zeigen, und verschiedene Bilder, die wir vorher erstellt haben, gefilmt haben und so weiter, was wir hier unter anderem auch machen, ist, dass wir leuchten, und zwar, dass wir Leuchteffekte wie diesen hier projizieren, der dann im Raum die Fenster komplementiert. Das Ganze zeige ich euch. So sieht das aus. und das ist momentan einer der wichtigen Punkte, weil es natürlich eigentlich das sind die spielentscheidenden Änderungen im Bühnenbild, die eine Stimmung vermitteln, die sagen, ob wir mittags sind oder frühmorgens oder ob es noch den Lichtschein einer anderen Lichtquelle gibt zum Beispiel. Und all diese zusätzlichen Lichteffekte gehören genauso zum Videodesign dazu, wie das reine Filmchen machen oder solche Geschichten, dass man so Schattenwürfe hat, bewegte Schattenwürfe einfach im Raum. Was wir hier allerdings auch machen, und das ist das eigentlich Spannende, wir machen ein 3D-Mapping. Das heißt, die meisten Dinge, die ich hier rein projiziere, finden auf einem UV statt, das an einem 3D-Modell hängt, das so aussieht wie die Bühne. Ist jetzt unscharf, weil wir wollen ja nicht vorher verraten, was los ist. Bevor wir hier lange darüber reden, wie man auf ein 3D-Objekt projiziert, ist interessant zu wissen, wie kommen wir überhaupt zu unserem 3D-Objekt. Denn ein 3D-Mapping ist, wie ihr gesehen habt, gerade wenn man die möglichen Kameraeinstellungen der verschiedenen Mapping-Programme nimmt, super einfach durchzuführen. Das heißt, an dieser Stelle
wie bauen wir uns ein 3D-Modell, was dem entspricht, wo wir drauf projizieren wollen. Wir machen jetzt einfach mal spaßeshalber, behaupten wir wollten auf möglicherweise beide Seiten dieses Kubus projizieren. Und das ist ein relativ einfaches Gebäude. Für die meisten sind solche Gebäude super einfach wiederherzustellen. Wir gehen in Blender und versuchen hier in Blender uns diesen Kubus nachzubauen. Wir haben ja hier schon den Default Cube, den deleten wir diesmal nicht. Setzen den 1 Meter hoch, setzen den auf der X-Achse, das ist unsere X-Achse, 1 Meter rüber. Ups, so. Und auf der Y-Achse auch 1 Meter. So, jetzt stehen wir hier, uns den so angucken, schauen so drauf und stellen fest, okay, wie groß ist das Ganze? Ich muss den jetzt skalieren. Momentan haben wir hier das Ganze versetzt. Ich mache mal kurz Folgendes. Ich setze mal kurz mein Origin hier an die Ecke, weil ich möchte davon ausgehen, okay, von dieser Seite aus, wie viel Meter hier rüber, wie viel Meter rüber brauche ich, damit ich nachher bei diesem Vorgang hier sagen kann, okay, das müssen so und so viele Meter sein. Hier unten zählen die Meter hoch, 3 Meter sind es natürlich nicht, sind wahrscheinlich ein paar Meter mehr. Wie komme ich zu diesem Ergebnis? Dazu öffnen wir die App Google Earth Pro und gehen in Google Earth Pro zur Hochschule Düsseldorf, weil wir wissen, wo wir hin müssen. Wir können natürlich auch dahin laufen und uns das Ganze anschauen, aber so richtig praktisch ist das nicht. Müssen wir aus dem Haus, kaltes Wetter draußen, bisschen blöde. So, und dankenswerterweise hat die Firma Google bereits dieses Gebäude als 3D. Es gibt auch Tricks, wie man das Ganze exportieren kann, aber weil wir anständig sind, machen wir es mal von Hand. Also das heißt, wir wissen, wir wollen eigentlich auf diese Seite des Gebäudes projizieren. Da gehe ich zumindest davon aus. War das die richtige Ansicht? Moment, wir wechseln mal kurz rüber. Ja, hier ist die Eingangstür, hier sind die beiden Logos. Hier hinten hört das Fenster vorm Ende auf. Scheint die Seite zu sein. Wir gehen von dieser Seite. Wir stellen unseren Projektor irgendwo hier mitten auf die Kreuzung. Da ist eine Verkehrsinsel, vielleicht schaffen wir es von da aus. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, da irgendjemand gesagt hat, er hat schon mal ein Foto gemacht davon, also jemand hat dieses Foto gemacht, hat gesagt, guck mal, da kommen wir an alle Seiten ran, wir können von hier aus projizieren. Irgendjemand stand da und hat sich überlegt, wenn wir den Projektor ausstellen, könnten wir den hier hinstellen. Also so sehen zumindest meine Mapping-Aufträge meistens aus. Die Leute gehen irgendwo hin, sagen, oh, guck mal, ich stand da irgendwie vor dem Gebäude, da war alles frei, da war eine schöne Stelle, wo man sich hinsetzen kann und ein Gerüst aufstellen kann, um Projektor aufzustellen. Genau von da aus habe ich dieses Foto gemacht. Schau mal, ist doch super. Und das ist dann der Auftrag sozusagen. Und wenn man nicht auftauchen kann, dann geht man hin und sagt sich, okay, alles klar, ich muss jetzt wissen, wie groß ist dieses Gebäude, was ist das für ein Gebäude? Was ist das für ein Gebäude, wie groß ist das? Ganz simpel, Maßstab hier, Linie von hier, diese Ecke bis zu dieser Ecke, 51,17 Meter. Jetzt kann ich da noch näher rangehen und versuchen hier, Moment. Kante richtig zu setzen. Aber ihr seht, das ist schon ein bisschen schwierig. also wirklich, wirklich gutes 3D ist das auch nicht. Moment, jetzt muss ich mal hier wieder irgendwo hinrutschen. Alles klar, jetzt bin ich in der Nachbarschaft. Sehr gut, da wollte ich ja immerhin. 51 Meter, geschätzte 51 Meter. Ich gehe zurück in Blender. Ich kann natürlich auf der anderen Seite kann ich das auch nochmal probieren. Linie von hier nach da. Moment. So, ein bisschen genauer setzen hier. So. Wie praktisch. 51 mal 54 Meter. Jetzt weiß ich das auch. Kann ich hier rüber gehen. Weiß, dass ich auf der Y-Achse 51 Meter und auf der X-Achse 54 Meter bin. Die Höhe könnte ich mir so natürlich auch wieder ausrechnen lassen. Könnte ich auch mal gucken, ne? Gehen wir mal davon aus, Scale Z, keine Ahnung, behaupten wir, das Ganze ist vielleicht irgendwie 10 Meter hoch. Das müssen wir auch ausmessen, mache ich jetzt nicht, ist zu aufwendig. Okay, und jetzt müsste meine Kamera irgendwo hier hin, wie kriege ich das hin? Moment, wir gucken mal erstmal durch meine Kamera durch hier, setzen hier das Ganze unter View auf
Camera to View. Damit kann ich jetzt hier meine Kamerawerte, ich gehe mal kurz auf Kamera, damit ihr das seht hier, kann ich die Location der Kamera und die Einstellung der Kamera über meinen View kontrollieren. Also das war ein Weitwinkel, vielleicht so, boah, das wird schwierig, jetzt kann ich da hin und her zappen und kann gucken. Ich kann aber auch sagen, okay, hier Kamera, Background Image, Add Image, ich mache hier eins auf, Moment, wo sind wir? Documents, das stimmt nicht ganz. Vorlesung, das war mein Bild. So, und jetzt kann ich versuchen, das habe ich jetzt hier hinten als Hintergrund, kann ich versuchen, das Ganze hier so einzupassen, so auf die Ecke drauf, so runter, so hin, na, vielleicht ein bisschen flacher, wahrscheinlich war ich flacher. Dann kann ich ewig rumprobieren und hoffen, dass das irgendwann passt. Und dann muss ich hier natürlich auch die Brennweite. Und das ist alles super mühsam und wie ihr seht, ist das alles ein bisschen verstürzt und keine Ahnung. Und ich kriege damit natürlich auch nur Werte raus. Also anscheinend stand ich irgendwie 25 Meter von der Ecke entfernt und 14 Meter. Das ist alles sehr mühsam. Gibt es ein besseres Programm für, und zwar ein Programm namens F-Spy. F-Spy nehme ich, drop an image or project here. Mache ich doch glatt. Gehe ich in meine Unterlagen hier. So, nehme das Bild, ziehe das Bild da drauf, zack, so, da ist es. Einmal das groß, kann ich hier dem Image wegklicken. So, aha, okay. X-Achse ist anscheinend meine, diese Achse hier, die rote. Das richte ich hier mal aus. So, so, die Y ist die grüne. Zwei Fluchtpunkte. Ne? Ich könnte hier natürlich auch mit einem Fluchtpunkt bearbeiten, aber ich habe ja hier, Fluchtpunkt müssen wir erklären, eins, zwei Fluchtpunkte. Also baue ich das hier so ein, zack. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, Moment, so, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ups, so, so, ob ich hier oben richtig bin, Shift-Taste drücken, greifen, greifen, Shift-Taste drücken, kriege ich eine Lupe. Ich das direkt auf die Ecke setzen. Hier hinten. Und jetzt geht es hier nicht darum, dass ich die genauen Ecken erwische, sondern es geht darum, dass ich die grobe Richtung richtig habe. Denn die Parallelität dieser Achsen ist entscheidend und nicht so sehr, dass ich genau die richtige Länge mache. Hier mit denen noch einsetzen. Und das möglichst exakt arbeiten. Ich nehme ganz gerne solche Eckpunkte hier. Weil da sehe ich dann genauer, okay, hier kriege ich die Ecke, hier kriege ich genau diese Kante, gut. Hier oben, genau die Kante, hier oben, ah, leider falsch. Zu dicht aneinander gewesen, muss ja nicht so dicht sein, kann ja auch so. So, okay, jetzt greife ich mir hier meinen Ursprung und setze den ein, an meine Ecke. Von der aus messe ich nachher, wo ich hin muss, x, y, wunderbar, alles eingetragen. Und jetzt kann ich, wenn ich möchte, noch gleich noch eine Referenz Länge machen. Wir haben festgestellt, die Y-Achse von diesem Ding ist 51 Meter lang, also 51. Jetzt kriege ich hier so ein kleines Ding angeboten. Das von dieser Ecke bis nach hier hinten, Shift-Taste, größer, sind 51 Meter. Super, jetzt Save As, das Ganze hier sichern. Ich nenne das jetzt mal HSD. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann finde ich hier ein HSD F-Spy. Was mache ich damit? Ganz simpel, ich gehe in Blender und habe im Blender, wenn ich schlau war, F-Spy Import bereits aktiviert gehabt. Das heißt, das ist ein Plugin, was ich installieren kann. Wenn ihr es nicht installiert habt, Plugins installieren, ihr ladet F-Spy einfach runter und Plugins installieren geht über Edit, Preferences, Add-ons und dann hier Install und dann installiert ihr einfach dieses Ding. Dann seid ihr drin. So. Also, wir importieren F-Spy und gehen in unsere Datei, haben hier, heißt D-F-Spy, Import und zack, schon sind wir an der richtigen Stelle. Also, fast. Ne? Aber das ist der richtige Kamerawinkel, das heißt, hier ist eine Kamera importiert worden, unsere alte Kamera, die schmeißen wir einfach raus. Hier ist eine neue, die heißt D-F-Spy.
hat die richtige Position und so weiter. Anscheinend war ich in der Höhe etwas überschwänglich. Vielleicht ist das Haus doch nicht ganz so hoch. So. Und wir haben fast die richtige Position für unsere Kamera. Wo liegt die jetzt genau? Gehe ich auf die Daten unserer Kamera. Also 12 Meter in diese Richtung, Richtung Straße, und 5 Meter vom Gebäude in die Richtung ist die Position für unsere Kamera. Und unsere Brennweite ist 91. Ja, wahrscheinlich werden wir ein Field of View, nicht die Brennweite selber, sondern Field of View. Dazu haben wir ja noch ein Referat, das heißt, irgendjemand wird uns erzählen, wie Field of View umgesetzt wird. So, jetzt habe ich hier meine Werte für meinen Projektor und damit habe ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, hier das korrekte UV zu rechnen für meinen Hintergrund. Moment, wenn wir das mal kurz ausblenden, mal kurz so einblenden. Sieht man auch so ein bisschen, hier stimmen die Werte natürlich nicht ganz. Jetzt kann ich anfangen, nur ein bisschen rumzuspielen. Ich war wahrscheinlich nicht ganz exakt in F-Spy. Vermutlich habe ich da ein bisschen schlampig gearbeitet. Die Ergebnisse variieren sehr stark. Und was hier mit Sicherheit passiert ist, was wir hier jetzt gerade sehen, hier war jemand mit Photoshop dran an dem Foto. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt zurückgehen und müsste meinem Auftraggeber, der mir das Foto gemacht hat, sagen, bitte nicht mit Photoshop draufgehen, sondern ganz einfach nur ein Foto machen, am liebsten mit dem Handy, und mir das einfach schicken. Dann kann ich diese Position finden. Probiert es selber aus. Macht mal ein Foto von irgendeinem Gebäude, das ihr kontrollieren könnt, mit möglichst kontrollierbaren Kanten, möglichst einfache Kanten, und versucht das Ganze mal in F-Spy und Blender umzusetzen. An dieser Stelle könnt ihr gerne natürlich Pause drücken und das mal schnell draußen machen. Ich würde empfehlen, das auf jeden Fall mal durchzuführen. Es ist hochbefriedigend, wenn es dann doch plötzlich stimmt. In diesem Fall, glaube ich, habe ich einfach die Kameradaten falsch eingelesen. Es müsste wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. Und wie gesagt, hier war jemand mit Photoshop dran. Ihr seht hier hinten ganz eindeutig, ich habe es Escape, Z, das war falsch. Bevor ihr solche Manipulationen macht mit der Kamera, hier wieder Kamera to View wegmachen, sehe ich, meine Kamera war hier. Wow, das ist sehr nah. Ich glaube, da war jemand mit richtig viel Photoshop dran an diesem Bild. So ist das mit Bildern aus dem Internet. Immer vorsichtig sein. Lieber selber machen. So, wo wurde dieses Foto jetzt gemacht? Also wo stand der Projektor? Wenn mir das nicht ganz klar ist, habe ich ja jetzt die Werte. Das heißt, ich weiß, die Kamera steht 12 Meter in die eine Richtung, 5 Meter in die andere Richtung. Na, dann mache ich das doch einfach mal. Dann gehe ich mal zurück in Google Earth. Gehe zu meiner Hochschule Düsseldorf. Zum Gebäude, das mich interessiert. Gehe in die Top-Ansicht und messe mir jetzt aus. Upsa. 12 Meter und 5,80 Meter. Also 12 Meter in diese Richtung, 5,80 Meter in diese Richtung. Mal gucken. Von der Ecke aus runter. Und er stand auf der Straße, ne? 12 Meter. Von hier aus. Jetzt können wir übrigens über Fahrt besser lösen. Ne? Hier. Das heißt, der stand bei diesen Pollern. Na, ob man da einen Projektor hinstellen kann, weiß ich nicht genau. Da fährt ja gerade ein Lastwagen vorbei oder sowas ähnliches. Upsa. So. Irgendwo bei den Pollern stand unser Fotograf. Das heißt, hier auf dem Fahrradweg würden wir dann unsere Projektor aufstellen, um diesen Winkel zu erreichen. Das ist jetzt alles sehr theoretisch und mit Sicherheit auch falsch. Aber im Prinzip habt ihr das Prinzip erkannt, wie das Ganze funktionieren muss. Höhe kann ich mir auch in F-Spy ausmessen, kann ich mir auch in Google Earth ausmessen, wenn die Sachen richtig vermaßt wurden, oder ich kann sie einfach aufgrund der Verhältnisse von einem ganz normalen Foto ablesen. So, das ist jetzt erstmal die Möglichkeit, unsere Position zu finden. Wie baue ich mir jetzt dieses 3D? Ich muss mir ja so ein 3D bauen. Und das ist natürlich bei so einem Bild hier
Personengebäude sehr einfach, sind anscheinend einfach nur ganz normale flache Ecken. Ich würde vermutlich hier versuchen, das Fenster auszusparen, weil auf Glas projizieren nicht so einfach ist. Es sei denn, wir warten, bis wir die übernächste Vorlesung haben. Da erkläre ich euch dann, wie man auf Glas projizieren kann oder auf solche Materialien projizieren kann. Hier oben auf die Alufassade lässt sich natürlich wunderbar projizieren. Vielleicht kann man die Lamellen ja schließen. Sowas muss man sich vorher erkundigen. Offensichtlich kann man sie schließen, die Lamellen. Dann habe ich eine schöne Fläche. Die Frage ist, wäre der Winkel von hier unten überhaupt gut? Ganz nebenbei und ohne, dass das jetzt zum jetzigen Thema gehört, aber der Projektionswinkel ist natürlich blöde, wenn ich auf glänzendes Material gehe von unten. Es reflektiert nach oben weg. Sowas will ich eigentlich gar nicht haben. So viel zu dem Thema. Wie erstelle ich jetzt dieses 3D? Das ist relativ einfach, ein 3D zu diesem Bild zu erstellen. Ich würde wahrscheinlich jetzt hier reingehen und anfangen, in Blender hier möglicherweise Segmente zu setzen. Also das heißt, ich mache mir hier einen Loop-Cut rein und den schiebe ich mir dahin, wo er muss. Ich unterteile mir das Gebäude in verschiedene Bereiche. So, da hinten haben wir irgendwo die Tür. Diesen Bereich kann ich nehmen. Jetzt kann ich mir hier Flächen nehmen, kann die definieren, kann hier Materialien draus machen, kann sagen, okay, das Ganze hier soll zum Beispiel grün sein und so weiter. Jetzt kann ich mir das Ganze so bauen. Und so, jetzt kann ich mir mein Gebäude mit meinen verschiedenen Flächen so bauen, kann das UV rausrechnen, kann mein UV für den Kollegen herstellen, so wie es muss. Naja, das hatten wir alles gehabt. Nur was mache ich, wenn das Objekt etwas komplexer ist? Also wie gehe ich damit um, wenn ich keinen Kubus habe, auf den ich drauf projiziere, sondern wesentlich komplexere Gegenstände habe, wie zum Beispiel einen Stein. Wir waren also im Harz und haben einen Stein gefunden und den fand ich irgendwie cool. Und weil ich den gerne benutzen würde als Projektionsfläche, wer macht sowas? Projektionisten machen sowas. Weil ich auf sowas gerne mappen möchte oder zumindest ein 3D-Modell davon anlegen möchte, habe ich mir gedacht, okay, machen wir mal Fotogrammetrie. Fotogrammetrie ist ein relativ komplexer Vorgang und beruht in diesem Falle auf der Rekonstruktion eines 3D-Objektes aufgrund von Bewegung in der Kamera. Das heißt, ich habe verschiedene Fotos gemacht davon und habe um den Stein herum jeden einzelnen Winkel abfotografiert von diesem Stein. Ich bin also um den Stein rumgegangen und habe Fotos gemacht, so viel ich konnte. Das sind ein bisschen wenige, aber immerhin genug, um ein 3D-Modell anzulegen. Wie funktioniert das jetzt? Ich nehme mir ein Programm namens Meshroom. Und Meshroom ist auch kostenlos. In Meshroom habe ich hier einen Bereich, in dem ich meine Bilder reinwerfe. So, wie habe ich diese Bilder gemacht? Bei möglichst uniformem Licht, solche Flares zum Beispiel sind schon schlecht, die soll ich eigentlich nicht drin haben. Bei am besten bedecktem Himmel, wenn keine großen Schlagschatten entstehen, bin ich mit meiner Kamera immer mit derselben Brennweite und derselben Belichtung um das Objekt rum und habe aus allen Winkeln erstmal waagrecht, dann senkrecht Fotos gemacht. So. Diese Fotos ziehe ich hier rein und lasse das Ganze erstmal importieren. Meshroom wird jetzt eine Reihe von verschiedenen Operationen ausführen, um die verschiedenen Winkel, die ich fotografiert habe, also auf einer Höhe rum, auf der nächsten Höhe rum, von unten, von rechts, von links, von oben. Und um diese verschiedenen Kamerawinkel zu berechnen, wird Meshroom jetzt Features extrahieren, das heißt einzelne Bestandteile, wie zum Beispiel diese kleine Macke, erkennen und feststellen, dass diese kleine Macke in verschiedenen Bildern vorhanden ist und aus dem Verhältnis dieser verschiedenen Macken zu meinem Kamerastandpunkt errechnen, wo die Kameras gestanden haben, wird dann versuchen, diese Feature in Übereinstimmung mit allen anderen Bildern zu bringen und wird dann eine Struktur aus meiner Kamerabewegung errechnen und daraus ein Dense Model erstellen, das heißt ein Punktmodell erstellen, in dem wir einzelne Punkte
die hier sind, definieren und die Mesh-Farbe extrahieren, wird ein Mesh daraus erstellen und dann ein texturiertes 3D-Modell daraus erstellen. Das Coole ist, Moment, wir sichern das mal eben kurz, wie immer unter Vorlesung. So. Und das Coole ist, hier oben ist der Startknopf, den drücke ich einfach und dann mache ich mir einen Kaffee. Hier ist der Wartebalken. Wir warten jetzt einfach mal so lange, bis wir fertig sind. Und ja, in der Zwischenzeit würde ich euch empfehlen, euch Meshroom runterzuladen und schon mal irgendwo einen Gegenstand zu nehmen, der möglichst krumme Formen hat, den man also in 3D nicht so ohne weiteres nachbauen kann. Und den einfach mal von allen Seiten zu fotografieren, damit ihr es nachmachen könnt. Ein bisschen Übung ist auf jeden Fall sinnvoll. Bis gleich. So, und nachdem das alles nach langem Warten endlich funktioniert hat, hier sieht man die verschiedenen Kamerapositionen. Man kann ganz gut nachvollziehen, wo ich langgegangen bin zu fotografieren. Und das ist die sogenannte Point Cloud, bestehend aus lauter einzelnen Punkten. Man kann die ein bisschen kleiner machen oder größer machen. Und das Ganze hat das System jetzt in meinem Ordner, den ich mir gemacht hatte. Moment, wir machen das so. Hier sind wir. Im Cache abgelegt. Jetzt kann ich mir hier unter meinen verschiedenen Stufen, also Kamerainitialisierung, DepthMap und so weiter, kann ich mir hier nachher unter Texturing oder Meshing mein Modell raussuchen. Ich mache mir eben Blender auf, damit wir sehen können, was passiert. Heute löschen wir den Default Cube mal. Importieren. OBJ. Dann gehen wir kurz in unseren Ordner hier rein. Unter Texturing finden wir dieses Objekt. Setzen wir mal ein. Dauert ein bisschen. Das Ganze ist Structure from Movement. Wird auch als einzelne offene Codes im Netz weitergegeben. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr sowas macht hier. Hier sind wir. Da. Aha. Okay. So. Jetzt rotieren wir das Ganze mal kurz. So, schieben das Ganze ein bisschen nach oben und ein bisschen in unsere Mitte. Jetzt können wir da drum rumgehen. Jetzt gucken wir uns das mal richtig an. So, und wie ihr seht, ist der Stein fertig. Das Licht, das ich hier habe, dieses hier, wenn ich das jetzt verschiebe, könnt ihr sehen, dass mein Modell auf das Licht reagiert und hier habe ich ein wunderschönes Abbild meines Raumes, das ich mir selber so beleuchten kann, wie ich möchte. Und jetzt kann ich mir eine Kamera einrichten, die darauf mappt, kann das hier exportieren. Ich kann es natürlich einfach bearbeiten. Man kann sagen, okay, hier schneide ich jetzt zum Beispiel den Boden weg und so weiter. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich habe gerade leider Gottes auf Editieren gedrückt. Das sind die Meshes. Das ist unglaublich viel. Ich empfehle es zu minimieren. Ihr seht, dass es sehr, sehr eng triangulierte Meshes sind und die Texturen sind darauf auch extrem fein abgelegt. Das heißt, ihr könnt hier wirklich die Details erkennen. Hier sieht man so ein ganz klein bisschen den Detailreichtum. Je besser eure Fotos, desto besser sieht man hier solche Cracks und so. Und ihr seht, hier ist zum Beispiel unser Feature, was wir uns vorhin angeguckt haben. So könnt ihr aus einer Reihe Fotos aus einer ganz normalen Kamera ein 3D-Modell erstellen, das ihr dann nachher weiterverwenden könnt. Der Schatten ist, weil wir eben dafür gesorgt haben, dass wir keine Schlagschatten in den Fotos haben, wirklich virtuell erstellt. Wenn ich das Licht dupliziere, können wir das Ganze mal ein bisschen umfahren. So, jetzt hier sieht man plötzlich keine Schatten mehr.
Das ist eine Methode, wie ihr zu einem 3D-Modell kommt, das ihr natürlich so in dieser Art nicht in jedem Mapping-Programm benutzen könnt. Also 3D-Mapping beruht ja auch darauf, dass es schnell gehen muss. Das heißt, dass eure Dateien relativ schnell auf eine Struktur draufgemappt werden. Und das ist bei der Vielzahl von Vertices natürlich nicht möglich. Das heißt, ihr müsst da nochmal richtig Arbeit reinstecken, um das fürs Mapping zu verwenden. Jetzt steckt allein in so einem Stein nochmal locker 5-6 Stunden Arbeit. Und zwar, um hier diese Kanten zu erhalten, aber gleichzeitig die großen Flächen als Flächen zu haben. Da müsst ihr sehr, sehr viel editieren. Moment, wenn wir mal kurz hier reinschauen, seht ihr, wie viele kleine Vertices hier angelegt wurden. Das ist eure Struktur. Ich empfehle dringend, solche Strukturen zu vereinfachen, weil das als Mapping-Grundlage wird auf jeden Fall euer System zum Absturz bringen. Nun, es ist leider so, dass solche Modelle mit derartig vielen Vertices sehr schwer zu bearbeiten sind. Und man kann jetzt natürlich in Blender hingehen und das Ganze mit den üblichen Werkzeugen bearbeiten, ein bisschen simplifizieren. Also man würde dann zum Beispiel hier einfach gewisse Bereiche auswählen, die Vertices löschen. Und wie ihr seht, geht da schon ziemlich viel in die Knie. Moment, das ist natürlich auch falsch so. So. Vertices. Ich lösche mal so viel wie möglich raus und dann schauen wir uns das Modell an, wenn es fertig ist. So, mal hier unten abschneiden. Und das dauert, wie ihr seht, schon ziemlich lange. So, jetzt haben wir hier das fertige Modell. Da ist noch einiges übrig geblieben. Moment, wir löschen das auch noch kurz weg. Dann setzen wir mal kurz unseren Origin dahin, wo er hingehört. So. Und das jetzt hier verbliebene Objekt selber ist aber auch schon relativ groß. Ich exportiere das mal eben, damit wir uns das ein bisschen besser anschauen können, wie wir das Ganze noch bearbeiten können. OBJ, wie immer. Und in dem Fall Vorlesung. Wir nennen das jetzt mal Stein reduziert. Keine Sonderzeichen, keine Abstände, sonst irgendwas, so es geht, weil wir arbeiten ab und zu mal mit Programmen, die damit nicht gut umgehen können. Export. Und dieses reduzierte Mesh, was ich jetzt gerade erstellt habe, öffne ich in einem Programm namens Instant Mesh, weil mir die automatischen oder auch händische Möglichkeiten in Blender einfach nicht ausreichen oder einfach zu mühsam sind. Instant Mesh macht fast alles relativ automatisch. Ich öffne einfach meinen Mesh hier. Stein reduziert. So, das dauert ein bisschen beim Öffnen natürlich, weil es sehr groß ist. Und Instant Mesh bietet mir quasi automatisch an, hier ist die Ansicht, die ich jetzt habe, bietet mir automatisch an, Quads oder Triangles zu erstellen. Ich bleibe mal bei Quads, weil das ist für die meisten Programme leichter. Wer Pandoras Box verwendet, möchte möglicherweise lieber triangulieren. Das ist eine Unterscheidung, die sich nachher im Workflow auswirkt. Pandoras Box kann einfach keine nicht triangulierten 3D-Modelle verarbeiten. Pech gehabt. So, wenn ich hier jetzt Solve drücke, dann sehe ich hier solche Felder. Diese Felder sind Gewichtungen für die Orientierung meines Meshs. Wenn ich nochmal weiter solve, dann sind meine jetzt reduzierten fast 20.000 Vertices hier so angeordnet, wie sie eigentlich gehören. Sieht ganz gut aus. So würde man das wahrscheinlich auch machen. Eine Kante mit einer Kante definieren. Eine Kante mit einer Kante definieren. Eine Kante mit einer Kante definieren. Also es ist im automatischen Modus schon relativ gut gebaut. Hier sieht man, wie die Kante sehr gut verläuft. Es gibt so ein paar Kanten, die ich betonen möchte, falls mir jetzt zum Beispiel wichtig ist, dass diese Kante hier exakt definiert ist, was sie eigentlich schon ist. Aber ich könnte natürlich sagen, ich möchte das hier gerne ein bisschen exakter haben oder ich möchte diese Kante exakter haben. Dann kann ich dieses kleine Kamm-Symbol anklicken und hier meine Kante nachziehen.
sagen, das ist mir wichtig als definierte Kante. Zack, schon werden die Fields richtig angeordnet und jetzt kann ich das so solven und jetzt ist hier alles gerundet entsprechend dem, was ja, Instant Mesh hier als meine Gewichtung interpretiert hat. Nicht besonders gut geworden, ich würde es auch anders machen. Hier reingehen, einfach wieder löschen, zurück, solve, solve. Das sieht schon viel besser aus, damit lässt sich garantiert mehr anfangen. Export Mesh. Wenn ich jetzt sage Extract Mesh, dann rechnet mir das Ganze raus und wie wir sehen, sind 20.000 Vertices relativ wenig. Es ist sehr facettenreich gerade. Ich bin eigentlich zufrieden damit. Auf der anderen Seite könnte ich natürlich sagen, mir reicht diese Auflösung nicht aus. Für Mapping ist das absolut ausreichend. Also mit einem normalen Projektor ist das als Mapping-Grundlage schon sehr, sehr gut. Ich kriege sowieso eine Schwierigkeit, wenn ich das Ganze nachher irgendwie in meinem 3D-Mapper versuche anzupassen, die einzelnen Vertices zu ziehen. Das ist wunderbar reduziert. Also gehen wir auf Save. Wir nennen das, wenn dann das Ganze Stein reduziert, Instant, damit wir ein bisschen vergleichen können. Ja, ich habe es schon gemacht, damit ich geübt habe, damit das nicht ganz so ungeübt passiert. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir jetzt so, Moment. So, Vorlesung. Ich sollte mir das mal als Bookmark anlegen, glaube ich. Und jetzt sehen wir schon, das resultierende, der resultierende Mesh hat nur 2 statt 170 Megabyte. Das ist für die meisten Systeme schon wesentlich besser erkennbar. Und jetzt kann ich das ganz einfach importieren, zum Beispiel in, wie wir bei der letzten Vorlesung gelernt haben, Touch Designer. Nur zur Orientierung, das hier ist jetzt gerade das projizierte UV, was wir auf der Opernbühne verwenden und das ist das Modell. Und damit ihr seht, wie eigentlich ein Modell für ein Mapping optimalerweise aussieht, das sind unsere Vertices. Hier sind Fenster, die ich ausgespart habe, damit ich notfalls hier eine Fensteröffnung aufmachen kann. Das heißt einfach nur hier kurz reingehen und meine Faces rauslöschen. Kann ich hier durchgucken. So. Oder einfach nur einzelne Punkte, die ich notfalls, falls sich irgendetwas verändern sollte, markieren kann und ziehen kann. Das macht die Arbeit mit so einem Modell wesentlich einfacher. Reduzierte Punkte, in dem Fall ist es deshalb wichtig, weil unser Projektor sehr flach reinschießt. Das heißt, unser projiziertes UV hat hier sehr, sehr enge Flächen. Die muss ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen optimieren. Muss da vielleicht was ziehen und ein bisschen sichtbarer machen. Und das ist mit wenigen Punkten natürlich viel besser möglich. Deshalb so weit wie möglich reduzieren und solange es geht, nicht unbedingt mit Fotogrammetrie die Grundlagen erstellen, sondern mit einem ganz simplen Programm. Denn das, was wir hier machen, in Blender zum Beispiel, funktioniert in der Projektion nachher absolut problemlos. Besser zu sehen später im Trailer oder auch in Live, jetzt zum Beispiel bei Othello an der Staatsoper in Hannover. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit den Referaten und allem Übrigen und Tigger ist dann auch wieder mit dabei.